Grüezi und Servus zu Playtime. Grüezi wohl. Bevor wir heute beginnen, müssen wir etwas zugeben, und zwar unser Mikrofon hat versagt. Ja, es hat versagt. Deswegen sprechen wir jetzt drüber. Genau, richtig. Wir beginnen gleich. Wie ihr es schon sehen könnt, wir befinden uns heute in einer anderen Location. So ist es. Wir befinden uns hier im Schießstand von Glarus, schießstand.ch. Wir beschreiben es unten noch in der Beschreibung, könnt ihr ein bisschen mehr Informationen darüber haben. Garantiert werden wir heute sehr viel Freude haben. Wir haben uns wirklich schon darauf gefreut. Ja. Ein tolles, sympathisches Team. Wir haben einen tollen Instructor, der uns einiges erklären wird. Wir sind auch quasi Nachbarn und da unterstützen wir uns natürlich. Mhm. Und wir freuen uns drauf, das Archaische vom archaischen Werkzeug über den Pfeilbogen. Übrigens, Pfeilbogen gehen wir sicher auch noch schießen, jetzt zu etwas moderneren Geräten. Richtig. Ich würde sagen, bevor wir jetzt schießen gehen, zeig noch unser Stückchen her. Genau. Heute ist gekommen der Poisson Predator Hunter. Ein Traummesser. Wir haben hier eine Klingenlänge von rund 31 cm. K29 Polo Stahl. Wirklich ein tolles Stück. Auch das tun wir unten wieder verlinken. Es gibt natürlich dazu dann ein separates Video zum Poisson. Ist klar. Und jetzt freuen wir uns auf eine kleine Einführung. Legen wir los? Ja, wir werden natürlich sofort, werden wir noch geschult. Genau, richtig. Wir haben einen tollen Instructor, der uns da noch einiges erklären wird. Genau. Und ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß. Also dann darf ich dir diese SIG Sauer P322 erklären. Das ist eine Kleinkaliberpistole. Als erstes einige grundsätzliche Sachen. Eine Pistole ist immer mit dem Verschluss nach hinten, wenn man geschossen hat, oder im Schießstand mit dem Verschluss nach hinten und mit dem leeren Magazin. Das ist die Ausgangsposition. Weil da sieht man hier, dass da im Patronenlager kein Schuss ist. Und das ist absolut immer der Sicherheitsstandard, so muss es sein. Dann, mit der Pistole ist immer die allgemeine Richtung zur Scheibe. Keine solche Bewegungen, rechts oder links oder gar nach hinten, weil das ist nachher gefährlich. Ja. Das ist schnell möglich, wenn man das macht. Ansonsten ist die Pistole sehr einfach. Die Munition kommt rein, das Magazin geht hinein, dann hier nach unten drücken und schon sind wir bereit. Der Finger bleibt lang, das ist die Sicherheit. Nachher steht man so gerade hin, dass es bequem ist. Wenn man rauf geht, kann man mit dem Finger bereits hinein. Die zweite Hand stützt die erste Hand. Da muss man schauen, dass man das nicht so. Erstens kann man dann nicht zielen und zweitens würde hier nachher die leere Patrone rauskommen. Und dann wird es dann ein wenig strenger und das ist dann der sogenannte Druckpunkt, das ist der Ausgangspunkt. Und dann erhöht man den Druck und zielt und den Druck erhöhen und dann löst sich der Schuss so. Zielen sind da grüne Punkte, beide grüne Punkte und der grüne Punkt auf einer Linie und dann drum mit dem Ganzen. Das Magazin geht hier wieder raus. So. Also können wir mal beginnen. Hä? Mache diese Manipulationen mal selber, ohne dass du einen Schuss hineingehst. Da kannst du mal so. Genau, die Pistole in die Hand, dann das Magazin unten hinein. So geht das auch. Da der Schlitten kommt ein wenig zurück, aber es ist nicht so. So ist alles im grünen Bereich. Das ist Kimmelkorn. Kimme und Korn, jawohl, diese grünen Punkte, die müssen dann auf einer Linie sein. Genau. Und der mittlere Punkt, der ins Zentrum. Und dann probiere mal zu drücken. Hast du gemerkt, nach hinten wird es dann ein wenig ein bisschen strenger. Ja, genau, richtig. Ich mache das nochmals für dich. Kannst du nochmals nach unten so? Wie wenden? So, und jetzt nochmal probieren. Sehr gut. Dann, wenn du geschossen hast, bleibt die Waffe so. Jetzt kannst du hier das Magazin rausnehmen. Wunderbar. Gut, dann kannst du sie hinlegen.
So geht der Schuss rein. Das Ganze kann man hier so ein wenig nach unten drücken. Ich habe jetzt mal einen hinein, damit du mal siehst, wie das geht. Jetzt kannst du das wieder machen wie vorher, nur jetzt kommt der Schuss raus. Schön. Jawohl. Und jetzt das Magazin bitte noch rein. Und dann können wir schauen, wo du getroffen hast. Dann ja ganz. Voilà. Erst eine 10, hä? Und das noch zwei. Sehr gut. Sensationell. Grüezi und Servus, Bibelheim. Heute aus einer etwas spezielleren Lokation. Wir sind im Schießstand in Glarner. Ich kann es dir mal zeigen. Da ist das Logo. Schießstand.ch in Glarus. Direkter Nachbar. Das freut uns sehr, dass wir uns hier zusammen getroffen haben. Heute geht es mal vom Reischen über den Pfeilbogen zu moderneren Produkten. Archaisch, das Werkzeug, kann man auch als etwas anderes verwenden. Und heute gehen wir an dieses gute Stück. Das ist eine SIG Sauer P322, 22er Kaliber. So, aber bevor wir hier anfangen, heute geht es um Spaß, um Traditionen. Die Schweiz hat eine sehr große Tradition an Schützen. Sehr berühmt ist vor allem Zürich mit dem Knabenschießen. Da wird jedes Jahr der beste Schütze oder Jungschütze So, wir haben ja schon angefangen, wie ihr seht. Der Schnuffel hat schon Vollgas gegeben. Jetzt müssen wir das noch abkleben. Das war übrigens ich. Ja, die sensationellen Wahnsinn. So, da haben wir noch ein bisschen. So. 10er. So. Hopp. Das erinnert mich noch an meine alte Militärzeit. In der Schweiz ist es so, dass es eben das Schießen eine große Tradition hat. Jeder ADH, also das heißt Angehöriger der Armee, geht einmal im Jahr ins Obligatorische. Sozusagen tun wir das jetzt. Von Zürich habe ich, glaube ich, schon erwähnt, das Knabenschießen. Da wird jedes Jahr der beste Jungschütze und die beste Jungschützin gekürt. Also wie ihr seht, große Tradition in der Schweiz. Wilhelm Tell hat es ja vorgemacht mit seiner Armbrust. Nur sind wir jetzt halt 2023. Übrigens, in Glarus gibt es auch noch Bogenschießen. Das werden wir, wenn wir können, natürlich auch mal machen. Wenn wir schon im Kanton sind, soll man sich ja ein bisschen unterstützen. So, bin schon fast fertig mit dem Abkleben. Mein Schnuffel hat da Vollgas gegeben. So, jetzt schnell zu den Regeln. Jetzt gehen wir schnell auf die Regeln. Also, hier im Schießstand gibt es keine Ausnahmen. Absolut keine. Hier wird kein Quatsch gemacht, hier wird sich 100% konzentriert. So, jetzt gehen wir die vier wichtigsten Sicherheitsregeln hier schnell durch. Alle Waffen sind immer als geladen zu betrachten. Alle nie eine Waffe auf etwas richten, dass man nicht trifft. Ja, es knallt hier ein bisschen. Solange die Visiervorrichtung nicht auf ein Ziel gerichtet ist, ist der Finger außerhalb des Abzuges und sich seines Zieles. Jetzt legen wir los. Ja, war nicht schlecht. Die ersten drei Schüsse. Jawohl. Gut. Und wieder 10 Meter schießen, Schnuffel. Wir halten Abstand. So, was haben wir denn hier erreicht? Oh! Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, schau. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, jetzt legen wir los. Scheibe fährt nach hinten. So. Ein bisschen Schuss rein da. Ja. So.
irgendwie so rein. Ja? So. Am besten umdrehen, Schatzi. Jetzt schauen wir mal, ob das gemacht wird. Oh, der ist ein bisschen scheiße da, aber der Rest ist ganz gut. Oh, sehr gut. So. Perfekt. Auf eine neue Stelle. So. So, jetzt, ich hoffe, euch macht Spaß. Schreibt doch uns unten in die Kommentare, ob ihr auch mal sowas gemacht habt. Aber wichtig ist, immer an die Regeln halten. Ich wiederhole sie sonst nochmals. Die nächste Runde im Riesenrevolvo. Weiter geht's. Weiter geht's. Das sind die ganzen Regeln. Sein Ziel ist sicher sein. Okay, dann geht's weiter, würde ich sagen. Ne? Also, hau rein. Und jetzt mache ich nur Zehner. Okay. Los. Das geht so weit. So, wir wollen die Zehner sehen. Oh ja, oh, ein Zehner. 4 Neuner und 2 Achter. Es ist okay. Ist doch super. Warte, ich filme dich. Bist du zufrieden? Ich glaube, ich kann damit zufrieden sein. Höchst konzentriert. Das war's. 5 Schuss. Okay. Eichhörnchen und Zombies auch daneben. Alles Zehner. Wow, Gratulation, ja. 1, 2, 3, 5. Wow. 5, 5, 5, 5, 5. Super. Kann man zufrieden sein, ne? Ja. So. Jetzt, jetzt ist die Frage, holen wir noch mehr Schuss oder sind wir fertig? Willst du noch einen Schuss holen? Sollen wir noch? Ja. Komm, wir holen noch Schuss. Und jetzt machen wir eine kurze Pause. Gut, passt. So, jetzt geht's weiter. Wir haben uns weiter Schuss besorgt. Hopp. Macht Spaß. Es ist schon fast ein bisschen meditativ. Man glaubt es gar nicht. Wahnsinn. Unser Kleinkaliber. Ja, voll ist lieb. He? So, geht's schon. Ja, eben, wir kommen dann sicher noch aufs Bogenschießen. Das probieren wir dann auch. Wie wir da zielen können. Ich denke, das wird schwieriger. Ich denke auch. Das Bogenschießen wird. Wobei. Du bist uns so nah. Ja. Jetzt kannst du was sagen. Wobei, wir haben es ja schon probiert einmal, ne? In Niederösterreich. So ist es. Aber das nächste Mal wird es ja mit auf, ich sag mal, auf Zahlen. Mit Punkte. Passt. Sehr gut. Dann gehe ich ein Schrittchen zurück. Wieder 10 Meter. Wie gefällt es dir denn bis jetzt? Sehr gut, sehr schön. Macht richtig Spaß. Sehr schön.
Und bist du zufrieden mit der Leistung? Faktor 1. Wer ist zufrieden? So, nächste Runde, 10 Meter. Okay, ich war sehr im 9er Bereich. Ja, ist doch super. Ja. Sehr zufrieden. Das ist ja toll gemacht. Sehr schön. So, kleben wir die mal ab. Also wir haben ja verschiedene Zielscheiben zur Verfügung gestellt gekriegt. Wir haben uns natürlich für die neutralste entschieden. Wobei das Eichkätzchen da hinten, wenn ich mal so ein bisschen, ich schaue, ob man es sieht. Es ist auch nicht schlecht, aber es ist ein Tier und auf Tiere schieße ich nicht so gerne. Ups! Achtung! So. Ja, den Zombie würde es noch geben, ne? Ja. Magst du das ja richtig? Ja, ja. So. Sehr gut. Jetzt will ich was entschwalten, nein. So, die lasse ich dir noch übrig, hä? Dass das Lutz noch 6 Schuss. Ich lasse 6 so Schuss übrig. So viel verballert, der Wahnsinn. 6 Schuss übrig. Ja, passt. Achtung! Hinter mich. Ist bereit? Ja. So, mach schon. So. Auf los geht's los. Das war's. So, jetzt bin ich gespannt. Yeah. Zehner? Na. Na? Na. Oh, alles nur Zehner. Wow, super, Gratulation. Alles klar. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Ja. Bist du zufrieden? Man siehe und staune. Mhm. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit deinen Schüssen. Da gleich mehrere am gleichen Ort, schau. Ja, oh. Wahnsinn. So, wir sind wieder zurück und ich kann euch nur eines sagen, es hat riesen Spaß gemacht. Findest oh, du nicht ja. auch? Fun Factor 1. Aber etwas müssen wir noch sagen, wir sind immer noch am drüber reden. Ja, bitte nicht wundern, wenn alles nicht zusammenpasst. Ja, wir werden in Zukunft wieder schauen, dass das Mikrofon wieder geht. Ja, wir werden uns ein neues besorgen, würde ich sagen. Ja. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Einen herzlichen Dank an skistand.ch in Glarus. Ja, tolles Team. Tolles Team. Man wird super eingeführt. Es wird super erklärt. Sicherheit wird groß geschrieben. Ja, auf Handhieb fühlt man sich wohl. Ja, wirklich sehr toll. Hat so Spaß gemacht. Wirklich, es ist wirklich super. Auch die Leute, die da sind, auch nebendran, neben Rücksicht. Es ist wirklich zu empfehlen. Hat so Spaß gemacht, ich kann es gar nicht sagen. Ja. Also wirklich, wir haben jetzt ein bisschen das Obligatorische, wo man ja in der Schweiz so macht, ein bisschen simuliert. Und ich denke, wir kommen sicher wieder mal. Ja, das wird nicht mehr allzu lang dauern, denke ich mir mal. Haben wir den Bogensport schon erwähnt, dass wir das noch machen werden? Ja, das werden wir auch noch machen. Das kommt als nächstes dran. So ist es. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Mhm. Und falls ihr etwas dazu schreiben möchtet, ob ihr schon Erfahrung habt, auch beim Schießen, schreibt es doch uns unten in die Kommentare. Ja, wäre schön. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns, bedanken uns fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Messer.